Hey, all you people down south. Well, here I tell you the story about the Swiss Confederate Captain Henry Wirz. Rest in peace. Henry Wirz, geboren 25. November 1823 in Zürich, Schweiz. Ursprünglich Heinrich Hartmann Wirz, war Captain der konföderierten Armee während des amerikanischen Bürgerkriegs. Der Deutschschweizer Heinrich Hartmann Wirz verließ 1849 sein Heimatland und wanderte in die USA aus. Wie viele sogenannte 48ers emigrierte Wirz während der Europäischen Revolution 1848. Wirz arbeitete anfangs als Weber in einer Fabrik im Süden, bevor er in den Westen aufbrach und schließlich 1854 in Kentucky als Assistenzarzt zu arbeiten. Mit seinen größtenteils autodidaktisch erworbenen Medizinkenntnissen fand er eine Anstellung als Arzt auf einer Plantage in Louisiana. Mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs trat Wirz in die 4th Louisiana Infantry ein und wurde bei der Schlacht von Seven Pines mehrfach verwundet. Nachdem er in den Rang eines Captains aufgestiegen war, kam er unter das Kommando von General John Henry Winder. Unter Winder wurde er am 27. März 1864 Lagerkommandant des Kriegsgefangenenlagers Camp Sumter der konföderierten Armee in Andersonville. Wirz wurde 1865 von Unionstruppen verhaftet, wegen Kriegsverbrechen angeklagt und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde am 10. November 1865 in Washington, D.C. vollstreckt. Wirz war neben Champ Ferguson der einzige Südstaatler, der von einem ordentlichen Gericht wegen Kriegsverbrechen verurteilt und hingerichtet wurde. Lincoln und sein Kabinett hatten beschlossen, auf langjährige Haftstrafen und weitere Hinrichtungen im Zuge der Versöhnung zu verzichten, um nicht zu sehr den Eindruck eines besetzenden Siegers zu wecken, als vielmehr den der regulären Regierung, die ihre verlorenen Kinder mit sanfter Hand in die Union zurückführt. Der Krieg mit seinen Restriktionen wurde als Strafe genug für die Bevölkerung des Südens angesehen, während bei den Soldaten klar der Befehlsnotstand als Hindernis für erfolgreiche Prozesse erkannt wurde. Daher wurde die Hinrichtung von Henry Wirz als Signal der Bereitschaft zu harten Strafen, gleichzeitig aber auch als Anfang einer Versöhnung und des Wiederaufbaus gesehen, da weitere Hinrichtungen ausblieben. Sein Grab ist heute noch zu sehen beim Mount Olivet Cemetery, Washington, D.C.